Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer. Ich bin heute auf dem Tagesausflug. Bin von Chiang Mai nach Mekampong gefahren. Da war ich auch noch nicht. Sage ich gleich was zu dem Dorf. Ihr habt es eben gesehen, das war eine wilde Auffahrt hier. In dieses enge Tal hoch. Und da haben die diesen Ort gebaut oder die Häuser gebaut, Mekampong. Das sind alles Holzhäuser ausschließlich, so wie ich das bis jetzt gesehen habe. Und hier in dieses ganz enge Tal, da fragt man sich, was die Menschen bewegt, hierher sich anzusiedeln. Und da gibt es aber auch Unterkünfte und alles scheinbar. Ich danke dem Norbert, der mich auf diese Idee gebracht hat, mal hierher zu fahren. Und da ich ja diesmal ein bisschen Aufenthalt habe in Chiang Mai, habe ich das jetzt gemacht. Danke, Norbert. Ja, das liegt etwas über 50 Kilometer von Chiang Mai weg. Wetter ist wieder vom Feinsten. Ja. Und jetzt wollen wir uns die ganze Geschichte mal von oben angucken. Dieser Ort liegt also vollkommen im Dschungel. Da gibt's keine Freiflächen, keine Ackerflächen. Nur Dschungel und eben dieses Dorf, oder man müsste eigentlich fast sagen, mehrere Dörfer sind das. Das Ganze nennt sich halt dann Mekampong. Sind immer wieder eine Siedlung, dann kommen ein paar Kilometer wieder mehr oder weniger nichts und dann wieder die nächste Siedlung, aber das alles zusammen ist wohl Kampong. Ja, Dschungel, soweit das Auge reicht. Schon erstaunlich, dürfte auch ziemlich einzigartig in Thailand sein.
Peng, das war das Abschleppseil, was gerissen ist. Was die da vollführen, keine Ahnung. Selten dämlich, sonst kann ich dazu nichts mehr sagen. Keine Ahnung, was die da, warum die sich gegenseitig anhängen und dann, nee. Aber so sind sie. Sowas siehst du auf Schritt und Tritt. Was du hier in Thailand an, Entschuldigung, Dummheit tagtäglich auf den Straßen siehst, ist in Worte nicht zu fassen. Okay, nix wie weg. Sehr schönes Café, aber leider gibt es nichts zu essen, wie es aussieht. Na, dann fahren wir mal weiter runter in Art. So, ich bin den Berg wieder ein bisschen runtergefahren. Bin jetzt irgendwie mitten in dem Ort. Und hier ist mächtig was los. Heute ist Montag, es ist ja noch verlängertes Wochenende für die Thais. Und dementsprechend viel ist natürlich hier wieder los, weil es ganz schön schwierig ist, mit dem Motorrad einen Parkplatz zu kriegen. Aber schön ist es hier. Vor allem die tollen Häuser. So, und ich bin jetzt auf der Suche nach was zu essen. Ich hätte da oben alles so rausgesehen, aber da war unmöglich zu parken. Ja, ich habe es vielleicht so ein bisschen auch gesehen. Wie die Thais sich anstellen beim Autofahren, das ist, da könntest du, na. Ja. Hier wird also ausschließlich fast nur mit Holz gebaut, wobei das für Thailand untypisch ist, aber es ist sehr von der Gegend abhängig. Entschuldigung. Weiter im Süden, da machen sie mit Holz so gut wie gar nichts. Obwohl die hier ja die besten Hölzer haben, die man sich vorstellen kann. Die stellen sich an. Ey. Das müsst ihr euch angucken, das glaubt man nicht, wie die sich anstellen. Und wenn sie nichts mehr weiter wissen, dann bleiben sie stehen. Und wenn es auf den Bahnschienen ist, es ist nicht zu glauben. So. Junge, 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 Junge. Guckt euch das an.
Jetzt muss er, ja, weg, weg, weit weg. Du kriegst echt. Die sind noch lange nicht fertig. Ja, hier wollte ich vorhin schon rein, aber ist so schlecht mit Parken. Aber jetzt bin ich ja zu Fuß hier. Na dann. Gab? Okay. Jetzt müsst du hier, genau. Sehr schön, sehr schön. Das sieht doch schon mal gut aus. Ich sagte es bereits mehrfach. Okay, you have soda? Soda. We only have water. Water is okay. Oh, you have cola. Coke? Coke, yeah. Yeah. Coke then. So, jetzt hatte ich vorhin mit Mühen diesen Parkplatz gefunden. Und man kann in Thailand drauf wetten. Wenn man zurückkommt, ist man eingeparkt, dass man nicht mehr rauskommt. So weit denken die einfach nicht. Das ist denen scheißegal. Noch nicht mal egal. So viel Licht brennt nicht in der Birne. Schaut euch das an. Da wird sich reingezwängt. Ob du da hinten stehst und wieder rauskommst, egal. Hauptsache ich. Das ist, was der Thai im Auto so herzlich und zuvorkommend und höflich das Volk ist. Wenn sie im Auto sitzen, ist alles vergessen, alles vorbei.